Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Mario Tennis Aces. Ich habe mir das super gerade eben verkniffen und wir haben den Spielstand gewechselt, aber sind an exakt derselben Stelle. Und nun ist es Zeit, den Piranha-Pflanzenwald zu betreten. Und dort wartet Donkey Kong auf uns. Und ja, das ist halt so ein Ding mit Donkey Kong. Der wartet da. Ja, die Geschichte führt, glaube ich, nirgendwo hin. Ich bin vielleicht ein bisschen angekratzt, das tut mir leid. Aber ich weiß auch nicht, es wurde halt sau heiß. Und irgendwie bin ich dann trotzdem krank geworden. Naja, so ein bisschen Schnupfen, ne? Also jetzt nicht krank oder so, ne? Sondern so ein bisschen Schnupfen, ne? Kennt man ja, ne? Aber trotzdem, den Sinn davon verstehe ich nicht, aber gut, muss man sich mit abfinden. Aber gut, Tolly sagt, hallo Donkey Kong, wir würden jetzt wirklich gerne in den Wald, aber... Nur lässt du dich durch, weil es zu gefährlich ist, stimmt? Ja, dachte ich mir, ja klar, die ganze Welt geht unter, das ganze Stadion wurde gerade hochgegangen. Der so, ja, Mario, du bist ja so der Held von everything und so. Nein, da lasse ich die nicht durch, weil die ist zu gefährlich. Ja, ganz ehrlich, da wäre es besser, wenn Donkey Kong jetzt Fässer auf uns wirft, ja? Also, ich bitte euch. Dann weiß ich auch nicht, was wir tun sollen. Was meinst du, Mario? Was? In dem Wald darf nur, wer seine Tenniskunst unter Beweis gestellt hat? Oh, sieh doch an, Mario. Ein Tennisplatz mitten im Wald. Ja. Sag mal, habt ihr euch diese blöde Insel nie angesehen, als ihr da euer Stadion gebaut habt? Oder wie ist das? Das Netz ist mit Röhren bestimmt. Was sich Donkey Kong da wohl Gemeines ausgedacht hat. Gemeines? Ich dachte, der will uns nicht in den Wald lehnen, weil man dann stirbt und so. Ziele an die Piranha-Pflanzen vorbei, um Donkey Kong zu besiegen, okay. So. In die Ecke. Da kommt er nicht hin. Da kommt er halt einfach nicht hin. Guck dir mal diesen sauberen Hieb aus und zack, in die Ecke. Und da hat er keine Chance. Ich glaube, wir sind noch ziemlich im Easy-Mode hier gerade. Und wieder in die Ecke. Also der kann jetzt nicht so spielen, dass er jetzt keinen einzigen Ball kriegt, oder? Nicht dein Ernst, Donkey. Donkey Ponky. Guck mal, da sitzt ein lilaner Yoshi. Und guckt sich das an. Das finde ich ziemlich cool. Spielball, wow. Ich komme halt nicht mal dazu, so einen Zielschlag zu machen. Ist nicht euer Ernst, oder? Ja, jetzt können wir uns halt die Wiederholung ansehen, wo Donkey Kong einfach nichts gemacht hat. Seitenwechsel. Okay, Donkey Kong ein Aufschlag. Aber das macht uns rein gar nichts. Da hätte die Piranha-Pflanze fast unseren Ball gesnackt. Gucken wir uns nochmal an. Wir bamsen und ja, knapp dran vorbei. Aber es hätte halt fast so sein können. Wir brauchen halt nicht mal Specials machen, ne? Wir brauchen keine Specials, um Donkey Kong zu besiegen. Wow! Also den hätte er jetzt kriegen sollen. Aber der Sieg wird einem hier ja komplett geschenkt. Siehst du? Ich wollte auch mal zeigen, ne? Das kann ich auch, ne? Ich kann auch so kacke spielen, ne? Nicht, dass Donkey Kong denkt, er ist der Einzige, der hier kacke spielen kann. Gut, ja, ich würde sagen, ein überzeugender Sieg gegen Donkey Ponky Konki. Einfach, weil er blöd ist. Oh, es gibt auch noch Level. Ja, natürlich, warum gibt es denn keine Level? Du bist in einem Tennismatch, schafft es, deine Erfahrungsleiste auszufüllen, steigt dein Level an. Wenn Marios Level ansteigt, wird er stärker. Wenn deine Schlaghärte ansteigt, kannst du schneller Bälle schlagen. Wenn dein Lauftempo ansteigt, kannst du schneller bewegen. Wenn Gewandtheit ansteigt, erhältst du schneller deine Höchstgeschwindigkeit. Höhere Level beschweren dir nicht nur besser, sondern mindern auch die Gefahr, dass dein Schläger mit einem Blockversuch zerbricht. Hinzu kommt noch, dass Zeitlimits bei Herausforderungen dann großzügiger bemessen sind. Wir können anscheinend auch noch andere Schläge ausrichten. Na gut, dann akzeptieren wir das im ersten Step. Die Piranha-Pflanze ist jetzt gestorben. Ich dachte, wir haben Donkey Kong gespielt. Donkey Kong würdigt dein Können, Mario. Wenn das nichts ist. Also auf in den Wald.
Ja, natürlich. Das ist ja logisch. Was gibt's hier? Waldtrainings. Nee, wir brauchen kein Training. Wir brauchen kein Training. Ziemlich dunkel hier und feucht und unheimlich. Alles andere als ein Ort, an dem sich ein Toad aus der Stadt wohlfühlt. Also das Stadion ist jetzt nicht gerade eine Stadt, Todd, ne? Das muss ich dir vielleicht mal sagen. Oh nein, Mario, wir sind auf Piranha-Pflanzen-Territorium geraten. Besiege die Piranha-Pflanzen, Vorsicht vor Feuerbällen. Klar. Besiege innerhalb des Zeitlimits 30 Piranha-Pflanzen. Bitte was? Hä? Schlage Feuerbälle zurück. Okay. Okay, ein Treffer. Und ich muss einmal kurz stoppen. So, weiter geht es hier direkt. Oh, den haben wir verfehlt. Oh. Das ist schwerer als gegen Donkey Kong zu gewinnen. Jetzt machen wir mal so einen Ultraschlag, auch wenn das wahrscheinlich dämlich ist. Weil wir da nicht mit mehrere wegbamsen können. Am besten, wir machen einfach Zielschläge hier. Oh. Oh, den habe ich leider nicht gekriegt. Okay, jetzt machen wir den schwarzen weg. Auf. Ich finde das Geräusch, was sie machen, echt niedlich. Dieses. Und wir müssen einfach mehr Zielschläge machen. Ich glaube, das ist einfach der Schlüssel zu unserem Erfolg. Ich glaube, da oben ist wieder eine schwarze. Auf die müssen wir natürlich aufpassen. Und dann snacken wir die da unten direkt weg. Weil das, glaube ich, besser ist. Aber zu früh. Die nehmen wir gar nicht mehr an, weil dann zerbricht unser Schläger. Und dann nehmen wir die schwarze direkt aus dem Spiel, dass sie uns nicht mehr gefährlich werden kann. Zwei schwarze, wir müssen uns entscheiden, welche wir nehmen. Den nehme ich nicht. Oh Gott. Oh Gott, zu viele Schwarze. Oh Gott, viel zu viele Schwarze. Ah, oh, Schläger zerdeppert. Leider, ich habe es schon fast geahnt, dass wir hier bei unseren Schläger verlieren. Und wir werden natürlich Level 3. Sehr gut. Dann probieren wir es nochmal. Ich glaube, am Anfang hätte ich einfach besser zielen müssen. Und dann wäre das ganz fresh gegangen. Okay, wir müssen einfach jeden Zielschlag nutzen, den wir kriegen können. Und bei den anderen versuchen einfach ordentlich Power rauszuholen. Um uns aufzuladen hier. So schön nach außen. Und jetzt einmal einen gekonnten Hieb. Fast, der wäre fast daneben gegangen, Leute. So, ich glaube, wir nehmen einfach mal die da hinten, weil die kriegen wir sonst eh nicht kaputt. Oh, Mist. Wir haben jetzt schon wieder mehr Schwarze. Die müssen wir am besten möglichst schnell entsorgen. Da ist schon wieder eine Schwarze, wie gesagt.
Die priorisiere ich jetzt erstmal. Bitte, ich... Oh ja. Da stehe ich nicht drauf. Zu früh. Der Konter war zu früh. Oh, jetzt hört doch auf, um mich zu schießen. Ich glaube, du bist schwarz. Oh Gott. Der schwarze Anteil ist viel zu hoch. Nein! Hör auf, mich zu hitten! Oh Gott. Oh Gott. Jetzt kommen wir richtig ins Hintertreffen hier. Ich glaube, er schießt gleich. Und wir wollen noch einen Hit. Nein! 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 Bitte! Ich muss irgendwas treffen! Nein! Nein, ich hätte nur den einen Stern... den einen Stern noch machen müssen. Oh nein, der eine Stern. Der kann nicht so schwer sein hier. Okay, weiter geht's. Wir schaffen das diesmal. Volle Concentration. Jeden Stern nutzen. Das war leider ein Stoppable. Immer schön hoch. Der war leider zu hoch. Oh nein, getroffen. Nein, nein, nein. Stern, Stern, Stern. Oh, wir haben keinen Stern gekriegt. Keinen Stern gekriegt. Okay, der hat leider nicht gesessen. Der ist gerade gespawnt und dann ist er direkt gestorben. Oh, der war leider nicht gut getroffen. Ja. Das Problem ist, sobald man einen Schlag angefangen hat, kann man keinen Sternschlag mehr draußen machen. Und man weiß halt immer nicht, welche Piranha-Pflanze als nächste hier snacken will. Als ob der nicht getroffen hat. Oh Gott, eine schwarze. Hier müssen wir mittiger. Ich will die schwarze weg haben. Danke. Schwarze in der Mitte. Die wird natürlich priorisiert, bevor wir die da hinten wegmachen. So, die lädt, die wird weggebamst. Und der hat zwar gerade geschossen, aber der wird trotzdem weggebamst. Ja, dann nehmen wir mal eine aus der hinteren Reihe raus. Nein, bitte! Eine schwarze ist gespawnt. Genau rechtzeitig. Bitte, komm, oben ist eine, die habe ich noch erspäht. Und unten ist wieder eine. Ich glaube, jetzt spawnen die relativ häufig, die schwarzen. Komm schon, nein, der hat nicht getroffen. Oh nein, 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 bitte. Nein! Oh, ich hatte den Special-Schlag. Ich hatte den Special-Schlag. Wieso habe ich den nicht verwendet? Oh, ich... Leute, das kann doch nicht sein. Jetzt kommen jetzt volle Pulle. Unbeschränkte Energie. Nee, das machen wir nicht. Wir lösen das hier auf die richtige... Ich weiß, jetzt beschwere ich mich, dass das gegen Donkey Kong zu einfach ist. Jetzt kriege ich das hier nicht hin, ne? Sternschläge, wann immer geht. Solange wir noch keine Schwarzen so stark haben, versuche ich die hinten wegzumachen. Aber ich glaube, dann sollte ich darauf verzichten, Schwarze wegzumachen. Wir haben schon die erste Schwarze da hinten. Und jetzt auch eine in der Mitte. Als ob der Stopball das nicht... Zu früh. Jetzt kriege ich die... Warte.
Da nicht weg, jetzt doppelschwarz weg. Und in der Mitte ist wieder eine schwarze. Die müssen wir natürlich entfernen. Oh, ich habe jetzt nicht auf die schwarze, aber zum Glück haben wir noch einen gekriegt. Oh, der hat gesessen. Wir nehmen die mittlere, weil die andere können wir zur Not auch so treffen. Der hat gesessen und jetzt die schwarze. Wieso kriegen wir jetzt eigentlich nur diese Special Bälle? Bitte! Nein! Okay, zu früh gespielt. Gleich ist unser Schläger weg. Das können wir uns nicht leisten. Aber, ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Puh, der letzte Hit. Oh Leute, das wurde ja schon wieder richtig knapp hier. Und wir erreichen damit Level 5 und sind durch diesen verdammten Piranha-Wald. Ja, das war schon eine schwere Challenge als die Donkey Kong Challenge. Aber wir haben sie gemeistert. Aber das bedeutet nichts Gutes für weiterkommende Challenges. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir haben unsere Sendezeit erreicht. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sind das nächste Mal wieder bei Super Mario Tennis Aces. Meine Güte, Mario Tennis Aces. Tschüss.